Herzlich willkommen zurück zu The Forest mit Chojin und Perudon. Ja, wie ihr seht, wir sind am Metzeln, bis zum geht nicht mehr, weil wir sind gerade hier runtergefallen und direkt kamen drei von den Gegnern auf uns zugerannt hier. Wo bist du? Ach da. Ich hau hier wie Achtung, will. Da kommt einer. Ah! Aua! Ah, aua! Ah, Oh, ja, eine Action-Sequenz. Hätten wir das gewusst, dass es zum zweiten Mal quasi fast hintereinander klappt, hätten wir schon vorher aufgenommen, aber... So, Chojin, komm mal schnell hier hin. Ja, ich bin fast tot, das Problem, ich habe meine ganze Medizin genommen. Du kriegst von mir jetzt ein Pillchen. Ich habe normale Medizin, die kann ich jetzt essen. Ja gut, okay, weil ich hätte auch noch Medizin, also... Ja, also ich hab so Kräutermedizin genommen. Gut. Reicht zwar nicht ganz... Meine ganze Panzerung ist weg. Schande. Ja, ich habe noch zwei so kleine gelbe Teile. So, das ist das. Ja, da muss man anscheinend Köpfe drauflegen und dann ist die Tür sich hier öffnet. Die sind aber schon drauf, die Köpfe. Aha, und hier ist der Höhleneingang. Und ich vermute, hier hätte man eigentlich durchgemusst. Genau, und das ist das. Das hatte ich in einer meiner letzten Folgen. Ich habe noch ein Stückchen, habe ich nämlich mir umgeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe, aber da hätten wir rauskommen gemusst. Oder. Irgendwo anders. Es gibt, glaube ich, noch mehr solche Türen hier. So. Also ich werde auf jeden Fall dich vorgehen lassen, weil ich bin ja ziemlich kaputt. Aber rote Energieleiste hast du. Ja, ich hab noch ein bisschen was davon. Ich will sie jetzt nicht aufbrauchen. Wenn ich nochmal gehauen werde, nehme ich mein letztes Mediteil. Aber also ich habe noch... Wie war das nochmal? Marigold, ne? Genau. Also ich habe noch drei Medizinpillen. Also ich kann dir da auf jeden Fall was abgeben. Ich weiß jetzt momentan geht's, wie okay. Gesagt. Also ich weiß nicht, wo lang wir müssen. Ich habe kein Aloe Vera mehr. So, ach. Was? Was ist? Was ist los? Das Tor ist aufgegangen. Das Tor? Ja. Nicht schlimm. Ja. Jetzt haben wir natürlich die Brandpfeile wieder nicht. Ich glaube, jeden Knochen kann ich momentan gebrauchen. Ich mache uns ein kurzes Lagerfeuer. Obwohl, nee, wir brauchen die für Steine, für Save-Punkte. Ja, aber uns fehlen jetzt sowieso zwei. Hm? Ja, aber dann besser zwei Stöcke irgendwo finden und speichern. Na gut. Würde ich sagen, oder? Und wenn wir mehr Stöcke finden, können wir immer noch die Knochen da nehmen. Okay. Ich mache ein paar Brandpfeile, weil gegen diese dicken Kolosse, die wir ja schon gesehen haben, die zwei, wirken die am besten. Und durch irgendein Patch, das hast du ja beim letzten Mal schon festgestellt, sind die alle weg. Alle weg. Ja, Frechheit, ne? Was mache ich hier falsch? Was habe ich natürlich jetzt alle Brandpfeile gemacht? War vielleicht nicht ganz so klug, aber na gut, egal. So, Bogen. Oh, da kommt schon der erste Koloss. Aber ich kann... Vor dir ist der. Ja. Aber ich kann schon wieder nicht meine Pfeile wechseln. Das kann nicht wahr sein. Ich muss nach unten gucken. Aha. Ah, sehr schön. Schon wieder was rausgefunden. So. Pfeil ist, wie gesagt, die dicken Dinger ist ein bisschen schwierig, aber diese Klopse, das ist gar kein Problem. Deiner brennt noch nicht. So, hast du Brandpfeil? Dann starte ich mich jetzt in den Schuss. Aus der Entfernung? Ja. Na gut. Hat doch getroffen. Ja. Frage ist, ob Achtung. Wir abwarten müssen, bis das aufhört zu brennen. Na, einen zweiten schicke ich hinterher. Zack. Warum ist er gelöscht? Keine Ahnung, ich habe auch einen geschossen. Vielleicht liegt es da dran. Vielleicht haben wir... Was? Ah, oh, das hat sich angehört, als ob er hinter mir wäre. Oh nein, er ist schon tot. Na, verdammt. Der ganze Spaß weg. Einen Fall nehme ich weg. Der Rest ist für dich... Ja. Das sind echt stark, die Brandpfeile, ne? Oh, da hinten sind zwei Gegner. Ich glaube, die beten. Na dann. Muss nur aufpassen, es sind zwei dicke, fette Kolopse da irgendwo. Oh, Chojin, der Meisterschütze. Bisschen im Solo geübt. Super. Ich glaube, die haben noch geschlafen, oder? Ja, das kann sein. Guck mal, ein bisschen Zeit für Romantik müssen wir auch noch uns gönnen. Hier, dieser wunderschöne Wasserfall. Wo? Hier, da wo ich hingucke.
Ach da, ja, schön. Stimmt. Irgendwie ist der Spielesound so leise. Ich muss nach der Aufnahme mal schauen. Ja. Oh, oh, da kommt der erste Klops da vorne. Hat sich da schon wieder irgendwie was getan? Ist in 2 Tagen kommt erst der nächste Patch, also... Ich höre auch gar keine Musik. Die Musik höre ich gerade auch nicht. Ah, okay, hier ist einfach nichts gerade, ne? Das kann sein. Ich höre es regnen. Ah, verdammt, nicht geklappt. Ah, hier kommen auch Soundeffekte, alles klar. Bist du bei mir? Ja. Dann wollen wir uns mal die Klopse da antun. So, der eine brennt. Einen Fall habe ich leider verschossen. Das ist sehr ärgerlich. Versuch ich mal den anderen zu treffen. Der ist schon doch ein bisschen weit weg, glaube ich, aber versuch's mal. Hast du ja, super! Großartig. 2 oder 3 Brandpfeile brauchen die, dann sind die erledigt. Oh oh. Irgendwas. Ich höre schon wieder irgendwas Schnelles. Ja, das. Oder das ist das Vieh. Oder der stirbt da gerade. Hinten sind auch noch ganz viele, ach du lieber Gott. So, schnapp dir gleich die Pfeile. Schade, dass die hier nichts hinterlassen, ne? Finde ich auch sehr schade, ja, das stimmt. Die können ruhig sogar so ein Special droppen. Kein Pfeil. Nee? Ich hab keinen Pfeil drin. Oh. Schweinerei. Ich habe auch einen draufgeschossen. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Einen Schädel. Wahnsinn. Ja, hier das liegt ein Knochen. Da kannst du Knochenpfeile machen. Die müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren, die Knochen. Wir brauchen Stöcke, 2 Stück. Das wäre... Also das hier ist die Wasserstelle, ne? Durch die wir durchtauchen müssen, um zum Labor zu kommen. Hm, okay. Aber speichern wäre eine feine Sache. Ja, wir brauchen 2 Stöcke. Ja. 12 habe ich. Ah, ärgerlich. Ja, es liegt daran, weil ich wahrscheinlich auf dieser einen Ebene diese Speicherstelle gebaut habe oder mitgeholfen habe. Oh, hier liegt Masse Kram. Hier sind mehrere Kisten. Gut, dann rüste ich meinen Brandpfeil aus. Hier haben wir zwar ein paar Gegner, aber das macht ja nichts. Kann ich da irgendwie näher ran? Ich habe Angst, hier bei den Steinen irgendwo durchzufallen. Ah, nee. Da. Geh lieber mal da nicht hin. Ist was noch dunkel? Ja, hat geklappt. So, ich schnapp mir direkt mal die hier vorne. Ach, verdammt, hat nicht geklappt. Komm, zünd die anderen mit an. Ach, da bist du. Guck mal, der andere müsste eigentlich auch brennen. Na ja, gut. Wo bist du denn? Da oben? Ja, einen habe ich schon abgefackelt. Also die scheinen nur beobachtet. Rumzurennen, wenn man näher rangeht. Darum ist ganz gut, dass wir das gerade aus der Entfernung machen. Ja, das ist aber, glaube ich, ein normales Verhalten von den Gegnern. Jo, schön, dass die sich abschießen lassen. Oh, diesmal habe ich den anderen direkt mit, oder warst du das? Nee, ich habe geschossen. Ah, super. Ich tue auch mal was. du hast fast alles. Ach, Quatsch. So, der Dicke kommt auf uns zu, sehr gut. Jawoll. Es wird schon Nacht. Ja, leider. Der lebt aber noch, pass auf. Das macht nichts, wenn wir gleich in den Dungeon reingehen. Dass es regnet? Oder dass er... Achso, dass es Nacht wird. Nö, das macht nichts. Kann ich hier einfach runterhupsen, oder? Also ich bin einfach runtergehopst. Ist ja wirklich übel, ich sehe ja gar nichts mehr. Sehr gut. Also 3 Brandpfeile hat er drin. Der hält ganz schön viel aus. Ich habe auch einen Schnuck geschossen. Okay. Dann müsste jetzt 5 fahren. Ja, der ist stärker als ein Klops, ne? Hey, der ist tot, oder? Nee. Doch. Ah, nee. Uah. Du hast recht, der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Jawoll. Okay, so. Bogen wegstecken. Ich glaube, wir haben alle zerlegt. Ich werde mal eine Fackel rausholen, damit wir hier ein bisschen was sehen. Wir müssen auf jeden Fall gleich ein bisschen die Leichen verbrennen. Na, hier ist mal wieder nichts drin in den Kisten. Es ist wahrscheinlich kein einziges Holzstückchen hier. Totenschädel. Das ist natürlich blöd. Das ist sehr blöd. Aber vielleicht in dem... Wir könnten natürlich versuchen, auch in den Dungeon was reinzugehen, wo wir gerade waren. Mhm. Dass wir da vielleicht was finden. Hm. Wahnsinn, in den Kisten ist echt nichts drin. Sah so gut nach einer Lagerstelle aus. Ja, dass da irgendwie was ist oder so, habe ich auch erwartet, aber
So, meine Energie ist total im Arsch. Ich muss was essen. Mir ist kalt. Und ich trinke direkt mal was mit. Ja gut, Feuerchen können wir auch nicht machen, ne? Stimmt. Haben wir eben schon überlegt, aber. Ich würde sagen, wir versuchen da durchzutauchen und schauen mal, ob wir irgendwie weiterkommen. Ach so, tauchen oder um rings in irgendeinen Höhleneingang zu gehen. Also in so einen. Aber der wird auch nicht sein, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ein Höhleneingang ist da. Vielleicht ist da, weil man eigentlich von da so wahrscheinlich her hätte kommen müssen und nicht so runterjumpt. Oh, geht ja. Da bis da nicht lang. Nee, okay. Können wir einfach darüber schwimmen auf die andere Seite? Ich geh einfach mal hier drüber. Also da hinten war ja die Höhle. War nicht so schnell, ich kann dir sonst nicht folgen. Ja. Ich bleib mal hier am Rand stehen. Und mach mal das Kerzchen an. Das wäre gut. In der Aufnahmepause muss ich nämlich meine Rolle wieder runter machen. Das ist wieder. Habe ich eben vergessen. Oh, bei uns ist so schlechtes Wetter, ist draußen dunkel. Ja, schönes Wetter ist bei uns auch nicht, aber trotzdem irgendwie, das scheint genau auf meinen Bildschirm drauf. Hier war doch der Höhle, oder? Bin ich jetzt blöd? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Es ist einfach zu dunkel hier. Hier ist der Wasserfall. Das ist echt blöd. Pass auf, dass man nicht irgendwo nachher. Ja, oder einfach tauchen. Wir tauchen, weiter. Ja, das ist ein gut. Ja, komm, dann tauchen wir einfach. Okay, dann zieh dein Rebreather an. Der Breather. So. Dann geht's runter. Dann ist uns nämlich auch egal, dass es kalt ist. Moment. Rebreather. Wenn's wie so glitschnass. Ist ausgestattet. Hab ich einen an? Ich sehe es gar nicht. Ja, doch, ja. Ja, du hast einen an. Du auch, okay. Dann geht's los. Uah. Oh, da haben wir auch wieder Licht. Ah, Licht. So, wo lang? Irgendwo muss hier ein Loch sein. Aha, da ist es. Okay. Yeah. Und dann tauchen wir mal. Ach da. Oh. Du bist hinter mir? Ja. Oh, ich habe hier einen üblen Laderuckler gehabt. Ich auch. Okay. Dann lag es nicht an meinem Rechner. Oh, ich habe nur noch halbe Sauerstoff, sehe ich gerade. Den hättest du voll machen müssen, sehr wahrscheinlich. Hm. Ich glaube, das reicht. Was ist das? Nichts, einfach nur ein Stein. Okay. Dann folge ich dir einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ach so, wo wir hin müssen. Wie gesagt, ich weiß, dass wir rein müssen, aber nicht, wo es hier lang geht oder dergleichen, oder was jetzt kommt. Wenn du eine kleine Empore findest, wo wir Sauerstoff nachtanken können, hätte ich vielleicht doch besser vorher gemacht. Habe ich nicht drauf geachtet. Am besten Shift reindrücken, dann bist du schneller. Shift? Ja, merke ich gerade. Ist wie Rennen. Ja, aber dann. Okay. Ich scheint nicht mehr zu verbrauchen, so wie es aussieht. Doch, meine Energieleiste, die hellblaue, geht weg. Die größere. Geht schneller weg. Ja. Also hier mal eine Ausdauer und ich habe auch den Eindruck, dass die Sauerstoff ein bisschen, aber... Ja, Ausdauer geht weg auf jeden Fall, aber Sauerstoff bleibt, glaube ich, gleich. Das ist dasselbe, wie wenn ich langsam mache. Ich merke keinen Unterschied. Gut. Okay, du bist direkt hinter mir. Und ja. Dann mach ich wieder. Wie viel hast du noch? Ein Viertel. Okay, scheiße, hoffentlich kommt hier bald was. Ja, das hoffe ich auch. Wah. Wo bist du? Ach, hey, hier ist Ende. Super. Ah, sehr gut. Dann mach ich das. Spannend. Das war wirklich knapp. Ich direkt, hier an Tank bitte nutzen. Definitiv mache ich sofort. Einmal nur, nicht mehrfach, so wie ich das okay. Öfters gemacht habe. Wie mache ich das einfach? Einmal auf so einen Air-Kanister drauf und einmal Equip machen. Der ist dann komplett voll. Ich hatte ja versehentlich da 3-4 von aufgebraucht. Achso, nur einmal Equip machen, okay. Einmal Equip, dann verschwindet der und dann ist der komplett voll wieder auf 300. Gut, perfekt. Sekunden. So. So, hier haben wir doch schon mal was. Was denn? Eine Zeichnung. Wo bist du? Von Viechen und einem tauchenden Mannequin oder sowas. Ich hätte ganz gern 2 Stücke. Ja, ich auch. Und ich brauche was Nahrung, weil ich habe nichts mehr zu essen. Gerade meinen letzten Riegel verbraucht. Gut vorbereitet in die Höhle. Ja, Totenschädel haben wir ohne Ende. Oh, das sieht aber hier edel aus mit dem Dreieck. Okay, hier sind seltsame Wände. Was ist das denn? Irgendwie metallisch oder sowas. Das sieht aber nicht natürlich aus. Das ist auf jeden Fall... Nein. Also ich habe mein Samurai-Schwert oder das Katana habe ich ausgerüstet. Jetzt die Frage. Hier runtertauchen und versuchen, irgendeinen separaten Raum zu finden? Mhm.
Das ist ja ziemlich versteckt alles. Ah ne, wir müssen sowieso... Ah ne, doch nicht. Hier geht's weiter. Ach, hier geht's weiter. Gut, dann gehen wir noch hier einfach erstmal... Gegner. Was? Super. Was denn für einer? So normale Menschen. Ich lass dich mal vor, weil du ein bisschen mehr... Aber ich sehe nichts. Komm ein bisschen näher. Ach, da. Ich dachte, sie hätten dich schon angegriffen. Nee, du hast mehr Power als ich. Und mehr Heilung. Darum aber darfst du vor. Das ist... Nee, wenn du so leuchtest, ist das super. Ja, ich stehe direkt hinter dir. Bloß wenn du natürlich nach hinten gehauen wirst von denen, springst du in meine Fackel rein. Ja, nice. Oh, jetzt kommt der. Warte. Warte, einer kommt da wieder. Ach, das reicht. Ah, hast du es gesehen? Der hat so eine menschliche Maske auf, so Hannibal Lecter-like. Tatsächlich. Sieht krass aus. Boah, scheiße. Oh, Mist. Von hinten. Achtung, ja, hau mal von hinten. Weil ich brauche nämlich ein bisschen Energie. Ich will die Maske anziehen. Oh, ein Foto. Oh, da unten ist noch einer bei dir, links von dir. Direkt ja, hinter dir. Ja. Der hat sich gerade ein bisschen festgefahren. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, hallo? Nimmst du bitte mal das. Okay, hier gibt's ein Foto. Ja, hab ich schon gesehen, aber... Da wird gezeigt, wo die Keycard ist. Ach, aber scheiße, verdammte Axt. Mann, ich bin tot. Ah, Mann. Ich kann nicht wiederbeleben. Ja, töte erstmal den einen Gegner. So, ist tot. Ah, sag mal, das kostet mich sehr wahrscheinlich das Wiederbeleben, kostet mich das Medizin? Ah, nee, kann nicht sein, ich hatte, glaube ich, nur zwei. Ach so, aber ich habe nichts mehr zu essen. Das heißt, wir müssen gleich Menschenfleisch essen. Gleich. Hast du noch einen Snickers? Ich habe noch einen Schokoriegel, aber ich hoffe ja die ganze Zeit, dass wir hier irgendwas kriegen. Ja, das hoffe ich jetzt auch langsam mal. Ich mach mal mein Feuerzeug an. Soll ich eine Fackel bauen oder erstmal... Ich habe einen Moment. So. Wo lang geht's hier lang? Das ist echt fies ohne die Stöcke. Aber wir haben ja jede Zeit die Möglichkeit, das ist nämlich auch so gedacht, wir kriegen ja hier erst den Hinweis, wo es die Keycard gibt. Die wir für irgendein Labor brauchen, was später kommen soll. Ah, okay. Und das heißt, wir müssen durch die Tunnelhöhlen wieder zurückgehen können. Das stimmt wohl. Ich mach mal gerade auch eine Fackel. Du musst die Zeit immer oben behalten, ne? Ich habe keinen. Ja, Handy. Ich hab, ja. Okay. Ja. Oh, sieht aber, coole Folge. Sieht aber sehr schick hier aus. Also, das sieht schon. Nach links, nach rechts. Nach rechts, okay. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein und derselbe Weg, oder? Achso, dann guck mal gerade hier. Mal hier mal reinschnuppern in die Ecke. Ah, haben wir da was übersehen? Ich weiß nicht, ob das eine... Das auch so im Rundgang gehört. Er sieht aus wie so eine kleine Empore, ne? Weil man hier hochgehen konnte. Und hier scheinen wir wieder runter. Das ist einfach nur ein ganz normaler Weg. Wir müssen einfach nur in die Richtung gehen, oder sehe ich das falsch? Aber hier geht's wieder runter. Ja, aber wir kamen doch von der anderen Richtung, oder? Wir sind nicht von hier gekommen. Nee, aber es geht so ein bisschen im Kreis hier. Ja, aber können wir nicht weiter hier lang? Hier sind wir doch nicht hergekommen. Wo bist du? Da, ja. Dann gehen wir mal da lang. Wir sind von der anderen Seite der Höhle gekommen und hier geht's irgendwo anders hin. Hier ist ein riesiger See. Es kann natürlich sein, dass wir hier runtertauchen können und Räume finden. Ach so. Eigentlich müssten wir das ausprobieren. Auf jeden Fall, ja. Ich guck mal gerade hier, was wir hier noch haben. Eine Schlucht, okay. Oh, hier ist ein Seil. Guck mal. Ja, okay. Und da werden wir in der nächsten Folge runterklettern, würde ich sagen. Ja. Bis dann. Tschüss.